Ja, also es ist teilweise aber auch davon abhängig, wie du ganken kannst. Zum Beispiel, wenn du jetzt als, keine Ahnung, Nocturne gegen Janna oder Thresh spielst, ist halt Botlane sehr hart zu ganken. Wir brauchen, glaube ich, einen Engage-Toplaner, wenn wir diese Draft spielen. Das heißt, du kannst dann direkt davon ausgehen, dass es hart sein wird, Botlane ja, abzuholen. Und es ist vielleicht besser für dich, im Early Game Toplane zu ganken, aber du kannst eigentlich nie was falsch machen, wenn du Mid oder Bot gankst. Mid oder Bot sind einfach wichtiger als Top wegen der Drakes. Es sei denn, Top Lane ist so Irea gegen Fiora, dann kannst du Top Lane eigentlich in vielen Matchups einfach allein lassen. Es sei denn, du hast Free Kills. Aber du solltest niemals zu viel Zeit aufwenden, um Top zu ganken. Weil davon verlierst du einfach immer oft sehr viel. Also gehen, du kannst Top Lane ganken, wenn es Free ist und in deinem Pathing liegt. Aber sonst tu es nicht unbedingt. Aber klar, wenn du halt einen insane Slowpoke-Stop hast und du kannst leicht diven mit deinem Teammate und du bist gerade mit Gromp fertig geworden, hast einfach einen leichten. Brauchst du vielleicht 30 Sekunden, um Top Lane zu ganken und kannst sofort recallen, bla bla bla, dann ist es super gut. Ne? Dann ist es nicht bad. Danke dir, Just Hino und den Galgenvogel für eure Subs. Willkommen. Dankeschön. Ja, okay, der Darius ist in Q geblieben. Der Darius-Spieler. Fuck. Haben wir nicht gebannt diesmal. Aber klar, dass ich einfach so lange First Pick bin, bis der Gegner sieht, was ich spiele und dann dagegen picken darf. Matchup ist nicht unbedingt bad für Camille, aber es ist auf jeden Fall Darius' Favorite. Seit so lange gut für Camille, wie ich Ganks kriege, basically. For you to see. Ein Darius muss aggressiv as fuck spielen und Camille hat halt unglaublich gutes Gank-Setup. Ich mag unsere Lobby nicht ganz. Alles sehr davon abhängig, dass. Eigentlich ist es legit davon abhängig, dass ich stark bin, sonst ist das Game sehr hart zu spielen. Und das Problem ist, in dieser Art Lobby wird halt niemand für mich spielen. Aber das Game ist legit hart, wenn ich nicht stark bin. Naja, wenn die Gegner griefen, dann kann vielleicht Fiddlesticks alleine carryen. Aber wenn wir proaktiv spielen wollen, geht das nur über Camille. So Camille, die reindasht, von Lulu gebufft wird, dann kann vielleicht Jinx Follow-Up-Reset kriegen, Pyke Follow-Up-Reset kriegen. Aber wenn wir einfach defensiv spielen müssen und ich bin so eine 0-1, 0-2, 1-1, 1-2 Camille oder so, haben wir nichts Proaktives. Dann müssen die gegen uns reinlaufen und wenn sie smart spielen, wenn sie nicht von Fiddlesticks G5 man ultet, also. Ja. Aber hey, vielleicht können wir einfach defensiv spielen. Gegen haben auch nicht den besten Engage, aber sie haben decent Engage, decent Catch-Potenzial mit Echo und Nautilus. Problem mit Darius, ich gewinne halt nicht gegen ihn. Je länger die Zeit voranschreitet, desto schwieriger wird's. Sein erstes Item ist einfach so viel billiger als meins. Und er ist momentan so oder so stärker. Also ich brauche Ganks. Aber mit Ganks ist es halt super leicht abzuholen, ne? Also halt Ignite, Ult, Camille. Wenn Fiddlesticks dazu stößt, ist es einfach immer ein toter Darius. Aber klar, wenn ich halt, ich werde dann so Sheen, Kindlejam, Caulfields haben und dann hat er Heilbreaker, dann ja, wow. I don't win 1v1, guys. Sein Item ist besser als meins und günstiger. Is survival of the fit? Yes, do or die. Ja, jetzt realisiert, dass wir Pyke Midlane spielen. Das Game wird's. Ja, es ist sehr snowbally, ne? Also, wenn wir halt nach vorne kommen. Mit Lulu, Jinx und Pyke, ein paar Resets kriegt, winnable. Sonst haben wir ein paar Minuten verloren. Naja, wir können auch zurückkommen, wenn wir irgendwelche random Catches kriegen. Das ist das Coole. Vielleicht sogar gut für uns beide zu fallen. Wenn die Gegner cocky werden und dann den Turm belagern und Fiddle rüber ulten kann und dann einfach 5 Resets für Pyke und Jinx erfolgen, winnable. Is a survival of the fittest. Jetzt sind von Anivia vor allem in deiner Elo. Anivia hatte einige gute Counterpick-Matchups, in denen sie echt gut war. Aber ansonsten, wenn sie die nicht kriegt, dann ist sie halt bad, weil sie einfach schlecht ist als andere Control-Mages, weißt du? Also, wenn sie Counterpick kriegt, ich weiß gar nicht mehr, was war ihr bestes Matchup? Da hat Ice viel drüber geredet. Der ist ja so ein Anivia-Spieler. Aber ansonsten, warum willst du Anivia picken statt Viktor?
statt fucking Azir selbst und gerade auch Rihanna einfach statt besserer Control-Mates. Wenn es dafür keinen triftigen Grund gibt, ist Anivia einfach kein guter Champion. Boah, das ist ein Ortiger, ich warte, what the fuck, Bro. This is survival of the fittest. Ah, I don't know, ich habe jetzt zwei Qs getankt, das ist absolut terrible. Oh, die werde ich nicht wirklich weiter pushen, dann kann mich runterrennen, wenn ich nicht eh skille und selbst dann. Ah, das hängt ja auch eine Menge Ws, aber seine Qs halten ihn halt hoch. Ich könnte sonst vielleicht sogar aus der Lane rausrassen. Egal, Sustain-Vorteil habe ich so oder so, über TP-Advantage. Aber ich muss halt auch zum TP kommen. Nice. This is survival of the fittest. Nice, schöne Trades. Ich würde ungern weiter traden, wenn ich gleich gedived werden könnte. Nice, hat einen Turmshot. Werde gedived. Einfach drei Mann Toplane, das ist. Das ist, was es ist. Ah, whatever, man. Es ist so boring, Toplane-Mate zu sein. Ach man. Alright. First Blood für Darius. That was fun. Muss die Musik gehen, habe ich ausgemacht. Kannst du gerne deine eigene Musik anmachen. Hat jeder, was ihm gefällt und alle gewinnen. Ach man, ey. Star ist so weit vorne. 400 Gold. Wie er schneller zu Hullbreaker kommt, ist halt so tödlich. Hullbreaker ist 500 Gold billiger als Divine Sandra. Er kommt jetzt 500, 400 Gold schneller dahin. Das ist einfach so bad für mich. Aber what can you do? Wir wurden dreimal taucht. Dann wäre das nur Botlane und es ist ein hartes Game. Aber wie gesagt, vielleicht ist eine Win-Condition für uns, weil die gegen uns reinlaufen müssen. Who knows? Into Pike. Resets. Fiddlesticks Resets. Who knows? Ja, wir haben jetzt Dorans Blade gegen Pickaxe, also wir sind sehr behind. Vor allem ja auch, weil Pickaxe sich obviously zu Hullbreaker ausbauen lässt, während Dorans Blade in Todseite bleibt. Ey, guten Morgen, Mate. Nee, ich brauch gar nicht. Ich glaube, du musst zum anderen Raum. Einfach tot. Oh, Double Kill für Darius, ha? Huh? Ja, es ist ein sehr trauriges Game. Es ist halt so schnell einfach over. Was habe ich in Draft bereits gesagt? Ein dreimal Dive Top, like. Es ist einfach so undankbar, diese Rolle zu spielen. Ein dreimal Dive Top, how do you play the game? Like, was machst du danach? Wie sollst du spielen? Du bist First Pick, Gegner kann ein gutes Matchup picken, hat Prior of Lanes, hat Prior of Jungle, dive dich einmal, over. Ab jetzt ist es einfach nur nach dem Dreimann-Dive ist es 20 Minuten Leiden. Ist alles, was es ist. Du kannst die Lane nicht verlassen, du kannst die Lane nicht gewinnen. Es ist einfach 30 Minuten Leiden. Das ist einfach nicht geil. Ich meine masochistische Ader ist nicht so ausgeprägt für das hier. What can you do, man? Das ist so doomed für mich. Aber vielleicht kriegen wir Resets mit Pike und der erste Fiddlesticks Old Kills oder so, aber Fiddlesticks schreibt schon FF in den Chat und ich muss jetzt gegen den 3-0 Darius lane, also that's fun. Er hat gleich Hullbreaker fertig. Oh, das ist so ein schlechtes Spiel. Einfach eine Poke-Ult for fun, yep.
Aber nur weil er sagt, hey, you can't play the game, Camille. You just can't. Ah, ich werde hier stayen, fuck this. Vigo ist da, müssen so oder so resetten, aber es ist auch egal. Es ist legit, es ist komplett egal, was ich top lane tue. Der Rest des Games ist einfach doomed. Ich würde versuchen, über Botset zu gewinnen oder so, I don't know. Wenn mich Vigo zur Lane zurücklässt, wäre ich schon mindblown. Echo nimmt Mid-Turret, wir haben 40 CS Pike, der roamt. Ja, da ist der Tilebreaker beim nächsten Recall. Ich gehe einfach Mitte, es ist so doomed für mich, das Game. Läuft einfach raus. Einfach so frech. Gibt keinen Fuck. Ja. Top-Turm ist gone. Ich kann hier nicht zur Top-Turm laufen. Vigo ist dahinter. Wir diven Bot, dann sind gestorben. Jinx sagt, I will carry. I trust Jinx. I hope for the best. Always have, always will. Also drei Plates top verloren, aber Vigo hat einfach alle Camps Topset gefahren. Wenn ich zum Tor laufe, werde ich gedived. Daraus hat er einfach Heilbreaker und noch mehr. Ich habe einen Ruby Crystal und einen Longsword. Es ist so insane. Alright. Weil er kann mich so einfach solo killen. Warum lass mich noch von Felistics baiten? Like, was macht er da überhaupt? Warum ist es jetzt das zweite Mal, dass wir gedoublekillt werden? Ohne Grund. Like, er hat Heilbreaker. Warum? Er ist voll HP. Es ist so sinnlos. Ah, das ist... Es ist crazy, League of Legends. Wir werden nie wieder Darius auch nur anfassen können, auch nur halbwegs berühren. Aber es war gut, dass Bot-TP. Wir müssen aktiv bleiben, wenn wir das Game gewinnen wollen. Bot-TP und 3 Kills gemacht insgesamt. Also 2 Kills für mich, 1 Assist. Not bad. Nee, Darius gibt es eh nichts, was wir tun können. Einfach jetzt zweiten Turm genommen. Das ist einfach, er wird das ganze Game carryen können. Wir haben kein Damage für ihn. Wenn bis Jinx 3 Items hat, wird Darius nicht sterben können. Wir brauchen legit 3 Items Jinx. Also, wird das fucking doomed. Ich kaufe mir meinen Pot nicht, ich will keine Boots haben, I think, whatever.
They pay me to find problems and then dispose of them. Ich hab da die nächsten zwei Turrets nehmen. What can you do about it? Er wird mich einfach diven. Ah, but whatever, man. Noch Harriet beschworen. Ah. Aber die können drei Turrets nehmen. Nein, ich glaube, das ist gestorben. Aber was sie gerade gemacht haben, war ziemlich bad von den beiden insgesamt. Also einfach lästig, dass er jetzt sofort das Gold kriegt, aber er ist ja eh so OP. Er wird den Turm mit der Zeit eh kriegen. Legit, mit dem Turm ist jetzt härter für die zu bekommen und wir haben Top-Lane gecross-map-played, was echt sexy ist. Weil Darius abzuhalten, davon die Türme zu nehmen, ist unmöglich für mich 1v1. Weil er hat jetzt beide Türme instant bekommen. Aber er hätte sie eh erhalten. Wir haben dafür gecrossmap plates und die haben jetzt echt mal erstmal kein Objective für eine Weile, aber bitte fettet nicht den Darius. Hofft einfach raus. Ihr müsst um euer Leben rennen, ihr. Okay, sind fucking dead. Oder? Oh, Jinx ist dead. Jinx ist auch dead. Mal bei Soraya, sie hat für die extra 11 gegreedet und wurde dann runtergerannt von drei Mann. Das heißt, unser Cosmic Play ist am Ende dann doch gescheitert. Es wird mit Turm instant fallen, weil wir den nicht defenden können, weil wir nicht rechtzeitig geresettet sind. Von daher war es jetzt actually komplett worth für die Gegner, weil sie einfach alles kriegen. Sie kriegen jetzt alle Top-Turrets, alle Bot-Turrets. Weil wir nicht da sind jetzt, das ist so bad. War nicht mehr zu Ende, schon zu spät. Sind alle Türme begonnen. Sind alle da und ich hab kein Item. Wenn Pike irgendwas geht hätte davor. Er ist noch gut, ich kann ihn ulten und dann. Er hat Triforce, da hab ich's. Hinter sind drei Mann gewesen. Nix ist tot und Peng. Guck. Nice. Komplett worth. Wir haben sogar Resets erhalten, I guess. Not bad. Wir brauchen viel mehr dieser Plays. Wir brauchen tausende Pyros. Haben wir Shutdowns bekommen? War gar keine Shutdowns, work. Können wir Drake nehmen? Macht Echo und Pentakill über die Wand. Echo ist mit der gut. Ey, not bad, Jungs, not bad. Fighten uns ins Game tapfer zurück, aber es ist eine Mammutaufgabe, oder wie man das nennt. It's a rough task. Naja, egal, wenn die nochmal so ein 4-6 Uhr reinspielen, die haben jetzt keine Outer Turrets mehr, die Gegner. Fantastisch. Wir haben Top-Turm bekommen. Wir haben alle 6 Outer Turrets. Wir haben nur noch unsere Base, die bewacht wird von den schützenden Türmen in League of Legends, I guess. Hm. Ja, es ist halt so hart für Fiddlesticks jetzt jemals. Jemals einen Champ zu farmen, ohne dafür contested zu werden. Was willst du mit dem Farm Pike? Das ist ein fucking Pike. X Gold über deine Ult hoffentlich. Das war's. Mach Mitte. Wenn sie Bot hat, dann würde ich sie engagen, aber tut sie nicht. Lady Carry ist zwar da vorne, aber sie hat das gekauft. Wurde geflashhooked.
Einfach gewonnen jetzt. Neu. Einfach komplette Fliss jetzt reingegrieft, die Gegner. 1000 Gold für Jinx. Einfach gewonnen. Ist einfach over jetzt. Wenn wir jetzt gut spielen, haben wir das Game einfach gerade gewonnen bei dem Throw. Ich meine, sterben 4 Mann und wir kriegen Objective Shutdowns. Kriegen 2 Turrets, of course. Like, what the hell? 1000 Gold. So gut, dass auch Jinx die bekommen hat. Ich war 3 Turrets. Gut, dass ich top rotiert bin und gut, dass mein Team auch realisiert hat, dass es smart ist. Was sind die Pien hinter uns? Echt, wir haben TP nicht bedacht. Nicht so bad, wir verlieren keinen Nash oder so. Das ist trotzdem keiner bad. Weil wir daran nicht gedacht haben. Wenn wir die bewusste Entscheidung getroffen hätten, da reinzuspielen, wäre es okay gewesen. Ja, die Waves waren fein, die werden nichts kriegen. Und was mache ich hier? Warum? Warum sterbe ich für einen fucking Rap-Buff? Warum weiß er, dass ich da bin? Er hatte keine Wards nirgends, ist einfach hingelaufen und hat mich getötet. War ein 600 Gold-Shutdown? What? Ja. Fucking dumm für Rap-Buff zu sterben, of course, aber ich dachte, ich schaff's rechtzeitig mit dem Machine Proc und der zweiten Q. Warum war ich 600 Gold wert? Ich bin so fucked in dem Game. Aha. Mann, das. Das war bad. Gut, wir gehen jetzt sofort Death's Dance. Wir brauchen eigentlich nur Frontline. Alles, was ich machen muss, ist Frontline spielen für Jinx. Ein bisschen Damage reicht, ein bisschen Engage reicht, damit wir Resets kriegen. Sie hat 3 Items. Sie hat 3 Items, Twitch hat 3 Items. Wir haben gesagt, wir brauchen 3 Items, um Darius zu töten. Sie hat 3 Items. Muss Darius auf jeden Fall igniten? Oder... Nein, actually, wir haben gleich hier Reduction of Lulu. Da ist noch Buff gestillt gerade. Oder jemand anderes. Wie Ego. Weil ihr könnt mich nicht Bot allein lassen. Wenn der Darius will, ist mein Turm weg. Oder wenn die halt wollen, wenn die gemeinsam da. Pike wurde geholt, ist der tot. Er ist recht mobil. Ja, ich glaube, wir sollten auf gar keinen Fall spielen ohne Pike und Fiddlesticks Ult. Die Waves sind rausgepusht, die haben nichts. Die haben nichts, die haben nichts. Aber wir haben was, wenn Jinx was hat. Warte kurz auf unsere Ult, okay? Wir haben keine Fiddlesticks, keine Pike Ult. Pike ist sogar ein Base. Und jetzt zum Drake, könnten wir legit nashen. Oh, ist er gerade geflasht? Wenn das ein TP-Ward wäre, wäre ich gerade rein TP'd, aber es ist leider ein Blue Trinket. So ein Flank-TP wäre halt richtig, richtig gut für uns. Ich kann halt easy für einen Gate sterben und dann einfach reset, 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 wir gewinnen jeden Fight. Solange Jinx hitten kann. Muss man nicht gehookt werden hier, Jungs. Jinx ist schon tot, wir haben den Fett verloren. Ist man Darius gekillt doch. Ah, wenn ich noch Lulu gekillt hätte in der Luft. Shit, Jinx wurde gewonnen. Können die nashen? Samira und Viego? Wahrscheinlich. Ja, und wie Jinx gestorben ist, finde ich gut. Ich war beim Darius-Fight, ich habe versucht einen Flank zu spielen, I guess sie wurde gehookt. Wenn sie schreibt, it doesn't matter that you get one shot, sie wollte, dass Pike die Hook blockt, aber I guess Pike hat, sie wurde einfach gehookt, die Jinx nämlich an. Weil ich habe die P, aber der nächstgelegene Ward ist hier, die Wave da oben ist keiner bad zu TP'en.
Geil. Geil. Also, war nur zu zweit, aber du weißt, der Admin Viego hat halt einfach guten Damage. Aber er kann nicht unbedingt so gut tanken, I guess. Wenn ich Ult hätte, würde ich hier raufholten, aber I don't. Und Jinx alles Gold der Welt lassen. Ich bin zwar in den XP behind as fuck, aber ich meine, es juckt nicht mehr, was irgendwer anderes macht. Es geht nur um Jinx. Hat er die P jetzt auf Cooldown? Die Bot dann rauspushen in aller Ruhe und rein TP'en. Weil sie dann einfach wahrscheinlich eh Frontline spielen. Und wenn Jinx fertig gewesen wäre, wir reinrunden können mit Viertel. Ja, als Zweiter ist super wichtig. Wenn ich jetzt ein bisschen länger überlebe, dass Jinx den ersten Reset kriegt, kriege ich auch Resets auf der Stance, die heilen mich dann hoch und dann kann ich vielleicht länger überleben und tanken. Eigentlich geht es ja nur um meinen Gage CC. Oh wow, das wird jetzt hart zu spielen, oder? Nice. Guter Flank von mir und es geht einfach nur um Jinx. Das ganze Game geht um Jinx. Drei Items und sie kann gewinnen. Ludo kann mich shielden, ich kann tanken. Und Jinx macht den DPS. Danke, bitte shielde mich. Nicht Jinx. Nice, Mann. Sie kann einfach legit alle hitten und alle töten, die Jinx. Einfach ihr Game. Diese eine 1000 Goldshot und Midgame Typ, weil aber auch unser Bot TP war wichtig. Und jetzt übernimmt sie einfach das Game alleine mit Lulu. Nice. Geil, eine Wave extra haben. Ist keiner Grief, aber ich denke, wenn ich eine Stopwatch kaufen kann, ist sehr cool. Und so, wenn so Waves stehen, brauchen wir ewig, um auf die Map zu kommen. Und das ist auch nicht unbedingt bad. Ich muss noch ein Stück rennen, bis wir der Stance loswerden. Wir gehen jetzt einfach GA. Wir brauchen eh kein Wave wieder. Der Farm gehört eh Jinx. Alle Ressourcen gehören ihr. Geht nur darum, dass wir für sie Frontline spielen können. Ich habe auch decent Damage gemacht auf Samira, was? Es ist einfach Hyper Carry Angle. Ich glaube, sie sollten wir wahrscheinlich mit dem Nash schon viel machen, die Base öffnen, weil sonst. Mein Jinx ist bald Ult. Ult in 3. Nice, mir geht was sick. Ich muss nur für sie Frontline spielen. Mach ich. Macht Vego engaged und sie macht den Rest. Ob ich da fairerweise eigentlich auch viel gemacht habe. Ich habe keine extra Reichweite bekommen, der ist weggedasht. Wir können enden, ist over. GG. Am Ende, es war leiden in Laning Phase, aber ich glaube legit, der Bot-TP hat das Game gewonnen. Und Loki auch der Fakt, dass sie Herald beschworen haben für Botlane Turrets. Also ich konnte mich Darius halt nicht mehr weiter dominieren, weil er nicht mehr gegen mich lane konnte, er war nicht mehr da. Na, am Ende carried einfach Jinx das Game, ja. Of course. Ulti wollte erwerfen, ich wollte nicht erwerfen. Aber ja, nice, komplett an Jinx. Ah, das ist doch die Sache, ne? Wenn du zu hart gewinnst, zu schnell kannst du nicht genug Kingdomen. Dadurch kann ich dann auch farmen und Darius muss groupen und ganken, aber ja, wir kriegen einfach 2 Crowder Kills auf Jinx. Und gewinnen das Game. Der Rest von uns spielt nur für sie. Hartes Game, doch. Also, es ist so hart. Ein dreimal Dive Top Lane und es ist einfach so fucking hart. Einfach nur leiden. Nice.